Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Isle. Heute wieder mit den Triceratops unterwegs. Werden wir schauen, wie weit wir kommen, was wir erleben und ob wir vielleicht den ein oder anderen Kampf erleben werden. Ich habe gerade eine Gruppe angenommen und bin ganz gespannt, wer mich da erwartet. Das ist Feuerwehrpoldi, keine Ahnung, wer das ist. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber es ist ein Triceratops. Es wurde gefragt, ob ich ein voll erwachsener Triceratops bin. Bin ich ja. Ja, deswegen schauen wir einfach mal, was uns erwartet. Und ich werde einfach mal in die Richtung gehen von meinem neuen Teammitglied. Und ja, bin gespannt, was da so auf uns zukommen wird. Ach, I'm Tiffany. Ah nein, das ist die Tiffany. Ach, wie cool. Okay, dann hat das gar nichts mit der Frage eben zu tun. Ich dachte, das ist ja noch viel cooler. Also, das ist die Tiffany. Das heißt, das ist SSO Queen. Also eine von euch. Eine sehr, sehr nette Abonnentin. Das ist natürlich noch viel toller. Ja, mal schauen. Vielleicht finden wir auch noch welche für die Gruppe. Shira wollte eventuell auch nochmal kommen. Das wäre auch noch sehr toll. Ja, ich halte euch auf den Laufenden und mache mich erst einmal auf den Weg zur SSO Queen. So, also eine Gruppe habe ich mittlerweile gegründet, beziehungsweise sie ist ein bisschen größer geworden. Die Shira ist noch mit dazugekommen und der Stevie Boy. Und in der Nähe irgendwo ist ein Raptor und noch irgendein Dino, den ich die ganze Zeit schreien höre. Ich versuche jetzt hier irgendwie auf die andere Seite des Flusses zu kommen, denn alle befinden sich auf der anderen Seite. Und nur ich bin hier und bin einsam und verlassen. Okay, wir haben uns eh noch nicht gefunden. Wir versuchen noch zu überleben und uns irgendwie zu finden. Vielleicht klappt es hier, wo der Flusslauf so ein kleines bisschen dünner ist. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich werde versuchen rüberzukommen. Oh, Wasserfall. Wasserfall ist gut. Ich glaube, hier ist... Ja, hier komme ich auf jeden Fall rüber, denke ich. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Falls doch, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Nein, wir sind... Sind wir wieder hier? Nee, aber es sieht ähnlich aus wie bei den anderen. Da ist nämlich auch wieder so ein großer Dino. Wow. Okay, großer Dino. Dino, Achtung, Achtung. Wir wissen ja schon, wie fies die sein können. Ja, hier kommt das auch immer dichter, dieses Schreigeräusch. Oh, hier ist noch was zu essen. Ich nehme einfach jedes Essen immer mit, damit ich auf 100% bleibe, weil wir wissen ja, wie schnell das vorbei sein kann. Und ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Es sieht nämlich auch schon wieder aus wie ein T-Rex oder so. Ja, oder sowas ähnliches zumindest. Und ein kleiner ist auch noch mit dabei. Und irgendwo hier ist noch ein Raptor. Schnüffelfunktion habe ich immer noch nicht. Nur so als kleine Info am Rande. Habe nämlich nochmal versucht, eine Fehlersuche zu machen mit dem Spiel. Aber das hat auch eben nicht geklappt. Also es ist alles beim Alten leider. Ich bin schon so ein bisschen angewiesen auf die anderen. Dass die dann so ein bisschen schnüffeln, gerade was nachts angeht. Aber, ja, wir werden es schon irgendwie schaffen, denke ich. Hoffe ich zumindest. Ich fühle mich relativ stark hier als ausgewachsener Stegosaurus. Hoffe, ich finde gleich die anderen drei und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Außer ich werde angegriffen, dann zeige ich euch das natürlich auch. Ich hoffe aber nicht, obwohl ich echt Lust hätte auf noch so einen kleinen Kampf. Aber vielleicht nicht gerade am Anfang. Aber es sieht schon echt cool aus hier, ne? Also hier war ich echt noch nie. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich mache mich trotzdem erstmal auf den Weg. Und ich glaube nämlich, dass Poldi relativ weit oder dicht bei mir ist. Also nicht weit weg, sondern dicht bei mir. Und deswegen mache ich mich jetzt dort auf den Weg hin. Oh, ganz schön. Brech dir nicht die Beine. Das Leben ist hart. Oh ja, das stimmt. Als Dino sowieso. Ist da jetzt irgendjemand? Nee. Ich höre jetzt die ganze... Da hinten ist jemand. Alles klar. Okay, ich glaube, das hier ist schon wieder so eine kleine Ansammlung, wo die Dinos gerne sind. Aber ich werde es bestimmt irgendwie schaffen, rüberzukommen. Ich bin guter Dinge und hoffe, wir schaffen es. Okay, ich habe den ersten Dino entdeckt. Und es ist leider ein Fleischfresser. Das ist natürlich nicht so gut. Okay. Nee, nicht so gut. Böser Dino. Oh, ich weiß halt auch nicht. Oh, das sind zwei. Oh, oh. Ich glaube, ich habe echt ein bisschen Probleme jetzt. Vielleicht sind die ja nett. Bist du nett? Seid ihr nett?
habe schon lange keine netten Dinos mehr gefunden. Okay. Wir beobachten uns ein bisschen, haben wir entschieden. Ah, das ist Kira. Then I'll let you take it. Okay, ich glaube, die ziehen weiter. Okay, ich glaube, die ignorieren mich einfach mal ein bisschen. Alles klar. Das finde ich ganz gut. Lieber ignorieren, als angegriffen werden. Das war aber auch ein Admin. Ja, also der ist auf jeden Fall ein Admin. Hier auf diesem Server. Lassen wir die Admins mal Admins sein. Und hoffen, dass ein paar... Wer schreit denn da noch die ganze Zeit? Ich habe schon ein bisschen Angst, da runter zu gehen. Aber hier ist so ein schönes Wassergebiet, ey. Das ist eigentlich total optimal. Oh, da ist noch was. Ach, das ist aber ein Pflanzenfresser. Hi! Oh, und da ist ein Fleischfresser. Oh, ich glaube, ich muss ihn nochmal einladen. Alles klar, nochmal eingeladen. Pflanzenfresser und Fleischfresser, glaube ich. Ah, hier. Hi. Aber wehe, du beißt mich. Nee, sie ziehen weiter. Okay. Alle ziehen sie weiter zum Fluss irgendwie. Ja, ich würde auch gern weiterziehen. Da müssen wir eigentlich dann auch hin. Aber das Problem ist, dass die anderen noch so weit weg sind von der Gruppe, leider. Ich würde aber ungern dieses Wassergebiet aus den Augen verlieren, weil das nämlich sehr, sehr gut ist für uns. Da gibt es richtig viel Futter und halt auch sehr viel Wasser. Und das ist etwas Gutes. Naja, die treffen wir dann vielleicht dort wieder. Vielleicht sind sie dann ja... Achso, ach das... SSO Queen ist dort. Die ist nämlich eben leider verdurstet. Ach guck mal, da treffen sie sich tatsächlich am Wasser. Oh je, ich bin gespannt, ob wir uns noch finden werden. Ich hoffe so sehr, dass wir eine schöne kleine Trizosatops-Familie hier gründen können. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Oh, Dino in der Nähe. Böser Dino. Lieber mal hinstellen. Oh, nicht in die Richtung. Okay. Er zieht von dannen. Wer weiß, vielleicht hat er mich auch gar nicht gesehen. Hoffe ich. Wobei ich glaube, ich hätte eine ganz gute Chance gegen den. Aber er zieht auf jeden Fall weiter. Okay, keine Gefahr. Ist jetzt der einzige Dino, der mir auf dem Weg begegnet ist, tatsächlich. Und ich bin jetzt schon... Oh, da sind noch mehr Dinos. Okay, ich glaube, ich ziehe einfach mal weiter. Ich habe nämlich doch ein bisschen Angst, dass die mich als Gruppe irgendwie attackieren, falls die Hunger haben. Wäre nicht ganz so cool. Nee, das wäre wirklich eindeutig so gar nicht gut. Oh nein, aber hier ist schon... Oder? Kann ich hier irgendwie rüber? Ich bin nämlich eben die ganze Nacht an einer Schlucht entlang gelaufen. Und ich glaube, hier geht es immer noch weiter mit der Schlucht. Ja. Die Schlucht nimmt einfach überhaupt kein Ende. Das ist echt furchtbar. Kein Weg hier drüber zu finden. Und, ja, ich glaube, Shira und Stevie sind auf der anderen Seite. Und Poldi ist hier bei mir irgendwo auf der Seite. Eventuell, aber so ganz genau kann ich es jetzt mittlerweile auch nicht sagen. Weil wir immer noch unglaublich weit auseinander sind. Komplett. Also die ganze Schlucht hier zieht sich irgendwie
durch die ganze Karte und ich komme einfach nicht... Oh, oh. Oh. Jetzt sind sie auch noch hinter mir her. Das ist natürlich auch nicht so gut. Oh. Und die haben bestimmt Hunger. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, oh. Hab ein bisschen Angst jetzt. Seid ihr gut oder böse? Oh, oh, jetzt blute ich auch schon wieder. Na toll. Mann, warum muss ich immer bluten? Warum muss ich immer angegriffen werden? Warum? Oh nein, ich glaube, ich sterbe gleich. Ich hänge auch voll fest. Ja, ich bin gleich tot. Ich glaube, er hängt aber genauso fest. Ach, verdammt. Mein wunderschöner Triceratops ist gleich des Todes. Aber ich teile auch gut aus, immerhin. Bringt mir jetzt aber auch nicht so viel. Und da ist nämlich noch einer. Bekomme wieder Essensschaden. Ja, und ich blute extrem. Ich wurde dreimal gebissen. Oder was bedeutet das jetzt hier? Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Warum werde ich immer angegriffen, ey? Immer das Gleiche. Mann, ey. Ich sterbe. Ich bin des Todes schon wieder. Ständig werde ich angegriffen. Jetzt bin ich aber so doll verletzt. Ja, die kriegen wahrscheinlich auch ganz schön Essensschaden, könnte ich mir vorstellen. Oh, da sind ganz viele kleine. Ja klar, haben die Hunger. Logisch. Wie sollte es auch sonst anders sein? Und du hast auch ganz schön viel Schaden abbekommen, ne? Vielleicht kann ich mich kurz hinlegen. Ohne, dass ich angegriffen werde. Nee. Jetzt hat er mich aber nicht erwischt. Ah, ich darf nicht laufen, wurde mir gesagt, wenn ich blute. Nicht so gut, weil ich dann noch mehr blute. Und das wollen wir natürlich nicht. Oh, kommt der schon wieder, Mann? Oh nein, ich bin tot! Verblutet! Einfach verblutet. Oh, das ist so fies. Okay, das waren auch zwei ausgewachsene... Was waren das? Waren es T-Rexe? Oh, so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Ich werde nochmal neu joinen. Als Pflanzenfresser. Und hoffe, ich bin in der Nähe von den anderen. Ja, ich bleibe halt mal männlich. Vielleicht werde ich ein bisschen größer. Ich weiß es nicht. Oh, ist das ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Detail würde ich vielleicht mal rot machen. Vielleicht sieht das auch ganz cool aus. Auf Medium das Ganze. Mal so ein kleines bisschen eine andere Färbung. Weil ich es schön finde. Mal in Grau gehen. Den Body auch mal ein bisschen anders machen. Vielleicht bräunlich alles. Gucken, wie das aussieht. Ja, kann man auch machen. Ne? Vielleicht sieht das auch ganz cool aus, wenn sie groß sind. Ja. Jetzt bin ich wieder... Ganz woanders. Na, no, wieder als Baby. Oh Mann, ey. So lange überlebt. Echt nicht schön. Und dann auch noch verblutet. Ja, aber wenigstens nicht verhungert, ne? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Also gar nicht so weit weg, glaube ich.
Okay, ich sehe zumindest dieses Gatter da hinten, aber das ist auch, glaube ich, extrem weit weg. Aber wenn ich ganz viel Glück habe. Oh, ist hier nicht der Fluss gewesen auch? Also ich glaube, ich bin jetzt gar nicht so weit weg von dort, wo ich gespawnt bin. Gleich wieder eingeladen in die Gruppe, sehr gut. Oh, ich fühle mich weit weg. Tiffany könnte in der Nähe sein. Eventuell. Oh je. Ah, das ärgert mich extrem. Wirklich. Extrem. Aber ich habe ganz gut ausgeteilt, ne? Also das muss man schon sagen. Macht meinen Stegi, sage ich schon. Mein Tritceratops aber auch nicht wieder lebendig. Das ist doof. Ja, bin leider gestorben. Jetzt sehe ich ein bisschen anders aus. Mal schauen, wie das aussieht, wenn ich erwachsen bin, falls ich das schaffen sollte. Oh je, yeah. Damit fühle ich mich jetzt wieder klein und wehrlos. Und ja, sehr, sehr schön. Also nicht so schön. Vielleicht sollte ich da schon auf die andere Schluchtseite gehen. Kann man das eventuell von hier aus machen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Naja, frisch geschlüpft quasi. Wieder kein Hunger und kein Durst. Mal schauen, wie weit wir es in dieser Folge überhaupt noch schaffen. Oh, das ist echt als Pflanzenfresser echt schwierig, ne? Ich hatte als Fleischfresser noch nie so viel Kämpfe wie als Triceratops. Noch nie. Schon im letzten Stream war ja auch dieser krasse Kampf mit Zweien, die dann aber zum Glück aufgegeben haben und da habe ich überlebt. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist hier. Ja, der kann noch nicht ganz so gut kämpfen. Jetzt bin ich wieder klein, muss wieder von vorne anfangen. Echt ärgerlich. Mann, Mann, Mann. So, jetzt bin ich schon wieder ein Teenager, Triceratops. Und es sind schon wieder Dinos hinter mir her. Wie sollte es auch sonst anderes sein? Denn der hat wahrscheinlich sehr großen Hunger hier in dieser Gegend, wo auch sonst überhaupt nichts zu finden ist, so wirklich. Das ist natürlich echt richtig doof. Okay, ich versuche mal ein bisschen meinen Sprint zu sparen. Okay. Er dreht erstmal ab. Wo ist Shira? Na, der wird gleich wieder angreifen. Oh nein, auf der anderen Seite. Das ist ja echt ärgerlich. Es sind halt auch noch zwei. Ich habe aber auch Sonnenpech, ne? Das ist total doof. Mann, Mann, Mann. So was Blödes. Es sind vier, fünf. Okay. Alles klar. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Obwohl der hier in Rot halt sehr, sehr schön aussieht. Ja, die gehen jetzt schon wieder weg. Okay, ich glaube, die kommen vielleicht nicht nach. Hoffe ich zumindest. Oh Gott. Shira ist auf der anderen Seite des Flusses, des Sees. Das ist ja mal richtig doof gelaufen hier heute. Aber guck mal, wie schön der aussieht. Ich habe das ja auf Rot gestellt jetzt, anstatt Blau. Ich finde, in Rot sieht es sogar noch viel, viel schöner aus irgendwie. Gefällt mir sehr gut. Ja. Ich würde sagen, ich versuche noch einen letzten Versuch, dort drüber zu kommen. Und ansonsten muss ich die Folge erstmal beenden. Ich weiß halt nicht, wie ich hier rüberkommen soll. Trinken kann ich, das ist ja schon mal toll. Bringt mir aber auch nicht so viel, wenn ich nicht die anderen finde. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Und dann so eine riesen Gruppe an T-Rexen. Ich glaube zumindest, dass es T-Rexe waren. Ausgewachsene T-Rexe wohlgemerkt. Tja, da lang oder hier lang? Ich glaube, es nimmt sich beides nichts, weil ich wahrscheinlich genau in der Mitte bin. Da die aber in die Richtung da gegangen sind, werde ich mich eher so in die Richtung aufmachen. Und ja, naja, mal sehen. Mal sehen, ob ich heute noch ein Stück vorwärts komme oder ob wir das das nächste Mal machen müssen. Okay, die Sechse haben mich wiedergefunden. Ganz super. Und ich bin tot. Na toll. Das war ja mal wieder ein ziemlich, ziemlich doofer Schluss hier. Es war kein Rex, ne? War es ein Kanu? Ich konnte es jetzt gar nicht so richtig erkennen. Nee, es war kein Rex, glaube ich. Der sah ein bisschen anders aus. Ich glaube, ein Kanu war es. Ich bin mir nicht sicher.
Aber es ist so ärgerlich. Oh Mann. Waren es vielleicht wieder die gleichen Rexe? Es kann durchaus sein. Ich bin mir echt nicht sicher. Wir haben es in dieser Folge tatsächlich nicht geschafft, uns zu finden. Und keine Shira, keine Tiffany, kein Stevie. Niemanden gefunden, alle viel zu weit weggespawnt. Das ist natürlich echt immer ein kleines bisschen doof an diesem Spiel, dass man teilweise so super weit wegspawnt. Aber wir hatten das wirklich auch noch nie, dass wir so weit weggespawnt sind. Diesmal tatsächlich das erste Mal. Sehr, sehr krass. Naja, was soll man machen? Es war trotzdem sehr spannend, gerade mit den ganzen Kämpfen. Gut, das war jetzt kein Kampf, aber der war auch ausgewachsen und ich war jetzt nicht mehr ausgewachsen. Da kann ich denen leider nicht so viel entgegenbringen. Ja, ich würde dennoch sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, die wird dann ein bisschen besser werden. Damit sage ich euch bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.